So, weiter geht es. Also, da hinten, da, muss mal gucken, die Kamera am besten zeigt. Da, dort geht der, ist quasi der Eingang gewesen. Und warum man hier gebuddelt hat mit dem Bagger, ja? Das lassen wir mal dahingestellt. Aber wir sind hier und werden uns hier mal ein bisschen umgucken auf der Linie, wo es lang geht. Weil klar, man kann diese ganze Anlage unterirdisch bauen, ohne irgendwelche Versorgung. Aber wenn ich sowas entworfen hätte, gebaut hätte, wie auch immer, ich hätte eine Belüftung reingesetzt, falls durch Beschuss oder ähnliches die Anlage quasi abgeriegelt ist. Ich hätte es so gemacht, dass man trotz alledem Luft kriegt. So. Da, wo der ganz hohe Baum ist, 20, sagen wir mal 30 Meter weiter nach rüber. Nach da. Dort ist der Eingang, der in die Richtung geht. Quasi dort, wo die hohen Bäume sind. Also ich kann mir vorstellen, dass, ist jetzt nur reine Spekulation, ne, dass wer auch immer dieses Gelände hier hat, sich auch dachte, naja, können ja mal gucken, ob das relativ nah an der Erdoberfläche ist, die Decke. Weil ich meine, warum macht man ja einfach mitten im Gemüse ein Loch? Ein normaler Stein. Na, das macht ja keinen Sinn. Man macht ja nicht einfach so aus Spaß ein Loch irgendwo rein. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Der Acker ist auch ziemlich fertig mit der Bereifung. So, aber wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Ich muss auch zugeben, von der Seite war ich hier noch nie. Ne, ich bin schon von da hinten rumgefahren und alles. Aber von der Seite auf das Gelände bin ich noch nie gegangen. Oder habe mich hier mal umgeguckt. Was haben wir denn da? Ja. Was haben wir denn hier? Aha. Naja, der Stein, der hier ist, ne? Hier auch. Mal einen Blick werfen. Moment mal. Hä? Tatsächlich mal hier auch einen Blick werfen. Keine Ahnung. Dieser Stein, der hier so schräg vorliegt. Seltsam. Sieht komisch aus, ne? Sieht seltsam aus, was das ist. Leichte Kuppel.
könnte ein Seitenzugang gewesen sein. Aber das würde nicht passen. Dann wäre die Anlage quasi hier, würde hier straight diese Line laufen. So. Und würde denn quasi, nee, würde denn quasi, na wohl, da lang, da lang, da lang, unter dem Gemüse lang und straight. Ja, aber so könnt ihr auch mal zugucken. Das ist das, was ich sage, wenn ich auf Suche gehe. So, ne, deswegen. Also das mit dem massiven Betonstein, der da ist, der da, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, könnte sein, dass das was ist. Hier wächst sogar was drauf. Ich weiß nicht, was hier wächst, aber auf jeden Fall haben sie da vorne einfach ein Loch reingeballert. Was ja eigentlich schwachsinnig ist. Aber was wir jetzt machen, wir erstmal wieder zurück. Bis da vorne. Da. Und dann da straight quer. Alles andere macht keinen Sinn. Also, weiter geht's. Ja, dieses Video wird lang so. Aber es ist, glaube ich, für alle was dabei. Für Naturliebhaber, für Menschen, die, wie ich, total an der Geschichte interessiert sind und auch eine hohe Vorliebe haben für die Thematik. Und na, das gucken wir uns nochmal an, bevor ich abhaue. Ja, will mir nochmal diesen Hügel hier angucken, genauer. Kann ja auch sein, dass da drunter was lang geht. Man weiß, das ist es halt, ne? Man weiß es nicht. Ich wusste auch nicht, dass hier was ist. Dann erfährt man all den Krempel und dann ist man erstmal so, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also gar nicht. Und dann ist halt auch die Frage, ne? Wow, was ist das denn? Wow. Geilomat. Ich habe einen Schädel gefunden. Von was für ein Tier ist denn das? Cool. Echt krass. Super krass. Keine Ahnung, was das für ein Tier war. Kommen keine Hörner oben raus. So, da. Ist das ein normaler Hochstand? Wo ist denn da die Sitzfläche? Wo ist denn die Sitzfläche von dem Hochstand? Ha. Seltsam. Naja. Ja, wie gesagt, hier. Werden wir so nicht fündig. Aber egal, wir folgen der Linie weiter, weil ich weiß ja jetzt, durch die Aussagen eben, weiß ich ja nun, von wo ging die Anlage los, wo führte sie hin, wo ging es raus. So. Und wenn wir hier nichts finden, was drauf schließen lässt, dass es noch Eingänge gibt, beziehungsweise End- und Belüftung oder irgendwas, um diese kilometerlange Sache da irgendwie mit Sauerstoff zu versorgen. Ne? Ich bin jetzt hier
bei gut der Hälfte, wo ich hin muss. Und das ist schon eine ganze Ecke. Also. Wenigstens einen schönen Schädel gefunden. Also dann. Ich melde mich gleich wieder. Bis dann.